Es ist sehr interessant, dass du bisher immer gemeint hast, was die Naturwissenschaftler entdeckt haben. Ich wiederhole nochmal, wie willst du Wassermoleküle entdecken? Etwas, was so unvorstellbar klein ist, dann werden Maßen in Millionstel Millimeter Bereich angeben, dann ist vor allem immer mit Wellen. Es sind Vorstellungen mit logischen Konstrukten und die muss eins klar sein, egal ob das religiöse Vorstellungen sind oder naturwissenschaftliche Vorstellungen. Das kann nur ein Geist mit einem Intellekt, der auf seinen Intellekt, seinen Schwamminhalt diese logischen Konstrukte hat. Dann, wenn man mir das erzählt, kann ich mir das vorstellen. Wenn man dir das nicht erzählt, kann es auch sein, dass es dir einfällt im Traum. Aber ohne dass du dieses Programm, diese Daten hast, bist du gar nicht in der Lage, dir das vorzustellen. Das heißt, ein Computer, ich nehme den Computer wieder als Mensch, der kann nur die Bilder aufschmeißen, die er an Daten und Programmen erzeugen kann, die Daten und die Programme. Die kann aber der Computer nicht von sich aus selber machen. Da muss eine, ich sage mal, hierarchisch darüber liegende Geist oder nennen wir es, wie wir es wollen, Institution sein, die ihm von seinem Wissen was abgibt, was ich jetzt zum Beispiel mache. Jetzt ist aber die Schwierigkeit in dieser Kette der verschiedenen Ichs, dass UB, wie ich das immer nenne, das nur dem roten Ich abgibt. Aber das rote Ich kann mich nicht wahrnehmen, weil es eins ist mit mir. Habe ich tausendmal erklärt. Das heißt, es geht momentan nur eine Kombination auf der Ebene des Träumens. Das heißt, weil du nur nach unten sehen kannst, das heißt, du kannst nur dann etwas sehen, wenn du geistig selbst urteilst. Darum nenne ich das, das ist ein Indivisionalbewusstsein. Ja, ich hör das schon. Ich höre das schon, aber warte mal. Jetzt ist weg, ne? Ja, das kommt hier aus dem Lautsprecherausgang. Da müssen wir jetzt mal momentan damit leben. Ich kann das jetzt hier mal wegziehen. Ich kann das wegziehen im Moment und dann mache ich das dann auf, wenn ich es laufen lasse, wenn es euch stört. Jetzt lassen wir uns mal hier diese Physiker, die wir so hochnehmen und ein schöner Ansatz. Immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Es geht jetzt nicht darum, sich hier über Lesch und Gassner lustig zu machen. Weil das ist eigentlich ein Witz. Ich kann mir nicht jemanden denken und mich dann darüber lustig machen, der genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Also immer, um das zu erklären, an den Führerscheinprüfungsbogen denken. Was jetzt passiert ist, dass Menschen, die mit deiner bisherigen Logik, mit deinem bisherigen Intellekt extrem geistreich eingestuft wurden, gescheit, wie man das auch nennt, in unserer normalen, einfachen Sprache, dass das vollkommen geistlose Menschen, ich sage immer, tief religiöse Menschen sind, weil die an Sachen glauben, die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Alles, was die Beweise nennen, das sind Scheinbeweise. Wir gehen da jetzt echt einmal drauf, egal was es ist. Es ist, du wirst feststellen, es sind logische Konstrukte, die dann dargestellt werden mit Computerprogrammen und so Gassner mit den Photonen im Fluch. Das sind Photone im Fluch und er deutet auf einen Monitor, weil er felsenfest davon überzeugt ist, dass irgendwo in Japan das mit irgendeiner Highspeed-Kamera, die Milliarden von Bildern in der Sekunde macht, aufgenommen wurde. Das ist Glaube. Und das, was hier in der Publikation rausgehauen wird, und ich verweise hier, habe ich erst im Spiegel, interessante Symbolik mit dem Spiegel, es geht nicht um die Zeitschrift Spiegel, obwohl jetzt das dann so ausgelegt werden kann, diese Physikerin, die ganz tipp und klar als Nestbeschmutzer sagt, die letzten 40 Jahre ist definitiv überhaupt nichts, was wirklich menschenwichtig ist, in diesen Teilchenbeschleuniger entdeckt worden. Es ist Hirnwichse, nenne ich das immer wieder. Für hochbezahlten Idioten, ob jetzt das Kardinäle sind oder Top-Physiker sind in CERN, es ist nichts anderes. Es sind mehr oder weniger die Eiterbickel in eurer eigenen Wunde. Aber natürlich können die jetzt nichts dafür, wir denken die aus. Ich habe doch gesagt, ich predige keine Feindbilder. Die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, in dieser lebendigen Traumwelt, die sind nicht böse, die haben ihren Sinn, dass du es erkennst. Und ihr wisst, wie oft ich schon gesagt habe, wie viel Scheiß muss ich euch in euren Träumen noch einspielen, bis ihr irgendwann einmal erkennt, das kann es doch gar nicht geben. Mein Lieblingssatz, so blöd können doch Menschen überhaupt nicht sein. Ich sage, Menschen sind nicht so blöd, Affen sind so blöd. Aber die wiederum können nichts für ihren Instinkt. Und der Trockennasenaffe nennt seinen Instinkt Intellekt und ist unheimlich stolz drauf. Also hört einmal schnell zu. Jetzt müssen wir damit aufmachen. Der Punkt ist nur, die Elementarteilchen haben keine. Die sind ja eben aus nichts zusammengesetzt und die müssen masselos sein. Elementarteilchen sind aus nichts zusammengesetzt.
Ja. Merken Sie eigentlich, wie wir hier reden? Das ist doch. Meine, haben die noch. Ich. Jetzt mal so, also jetzt mal unter uns. Das ist doch Irrwitz. Die haben Theorien, diese Physiker. Und diese Physiker behaupten dann am Ende, ja, es ist alles gut, wir können alles erklären, wir wissen, woraus die Materie besteht, dass die Materie am Ende nicht aus Materie besteht, sondern nur aus Energie. Ist übrigens interessant, dass im Griechischen Energeia etwas mit Möglichkeit zu tun hat, also dass da was gemacht werden kann. Ist ein ja, das ist nicht ganz richtig, das ist, wir können mal das ganz einfach machen, das hast du eigentlich wörtlich übersetzt, in das Wirken. Kann man schon einfach machen, die Energie. Da steht jetzt N innen und Ergon ist das Wirken, die Wirken. Interessant, wir, ich sage immer, wir Geistesfunken ist eigentlich nur ein Geist, je nachdem welches Buch du lesen musst, und Ken heißt Fundament. Die Basis, das Fundament, das griechische Wort Ken ist natürlich unheimlich interessant, wenn wir jetzt das Fundament auffächern, was ich schon sehr, sehr oft gesagt habe, weil da steckt eigentlich alles drin, das Fundament der Naturwissenschaft und das Fundament der Religion und das Fundament der Esoterik, ist letztendlich Ken. Ken heißt das erst einmal wie eine Existenz, wie etwas Existierendes, wenn wir es blau machen. Das ist jetzt hier die Basis, das Gestell, der Ständer, aufrichtig, recht, rechtschaffen, richtig. Es ist natürlich ganz interessant, dass wir hier wieder zwei Seiten haben, die den ersten Moment gar nicht mitkriegt. Das ist jetzt die hebräische Übersetzung. Was mir wichtig ist, ist, dass man hier ganz einfach mal. Ach, Entschuldigung, bin noch in der Energie. So. Ken, die Basis. Alles Sein bedeutet ehrlich und aufrichtig. Das ist jetzt aber rot geschrieben. Im Normalen denkst du dir eine Basis aus, so wie du dir einen Gott ausdenkst. Aber ausgedachter Gott ist nicht die Basis. Da ist der, der sich Gott ausdenkt, wesentlich mehr die Basis. Dasselbe Problem haben wir mit Energie. Ich wiederhole nochmal, wenn wir jetzt Wikipedia Energie eingeben, als Ding an sich, dann wirst du feststellen, diese Urenergie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Ich suche jetzt das nicht her, aber das ist eigentlich normales Schulwissen. Das heißt, in dem Moment, wo irgendjemand von Energieverbrauch spricht oder Energiegewinnung, kann diese Energie, die er sich jetzt ausdenkt, nicht diese Energie sein, von der hier eigentlich ursprünglich gesprochen wird, weil Energie ja weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Ich könnte jetzt sagen, Geist, wirklicher Geist oder Gott, Gott kann nicht mehr werden. Wieso kann Gott nicht mehr werden? Er ist das Meer. UB 86 Al-Him. Gott das Meer. Und wieso kann er nicht vernichtet werden? Weil nichts kann man nicht vernichten. Weil all nämlich auch nichts heißt. Dieses Implosion, was ich erkläre dazu. Es ist etwas nicht Denkbares. Es ist genauso wie ein träumender Geist. Ein ausgedachter träumender Geist ist kein träumender Geist, sondern eine Information eines träumenden Geistes. Und jetzt ist es also, wenn wir in den blauen Bereich gehen, das heißt, die Basis aller Sein, das blau geschriebene Sein ist das Existierende. Das ist immer so diese Sache, das ist das Nichts, das Gott ist. Das immer ist, Al-Ha'im symbolisiert mit einem Meer, dass du dir da was vorstellen kannst, was aber die Vorstellung selber ist, nicht das, was damit beschrieben wird, so wie das Wort Nichts ja nicht Nichts ist, sondern für etwas steht, was eben nicht gedacht werden kann. Und das ist jetzt das Ehrlicht. Und das ist das Auf, ist ja F ist gleich B, Aub ist richtig. Und die Richtung, das Richtige, das ist rechts. Die Wörter hängen zusammen. Ich erinnere hier, ich habe vor 20 Jahren mich in Almena hingestellt, da hat noch keiner an Populisten in Deutschland gedacht, wenn wir jetzt hier rein uns chronologisch eine Vergangenheit denken auf einen Zeitpfeil. Und da habe ich gesagt, wahrlich, ich sage euch, ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals Gottes Erdboden betreten hat. Dann zucken natürlich alle zusammen, vor 20 Jahren war das nicht so kritisch, weil wirklich kein Populismus, keine AfD, nichts da war in eurer ausgedachten Welt und dann habe ich das erklärt. Was lösen diese Worte bei dir aus? Das Wort rechts kommt von rectus, von richtig, von aufgerichtet sein, das ist Anogi. Rechtsradikal, die Radix ist die Wurzel, das heißt die richtige Wurzel. Natio heißt Geburt und Sozio mache ich jetzt einmal ganz grob, ist die Brüderlichkeit. Das heißt, die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Das heißt, rechtsradikal. Wenn du jetzt bei dem Wort Nazi, das Wort Nazi kommt schlichtweg und einfach von dem Wort Nation.
Es ist jeder stolze, jetzt von uns ausgedachte Türke ist ein Nazi. Er ist stolz auf seine Nation. Jeder Italiener, der stolz ist, Italiener zu sein, ist ein Nazi. Er ist stolz auf seine Nation. Komischerweise in dieser extremen Entheiligung von Wörtern. Ist in deiner Logik Nazi bloß ein Bezug auf die von dir einprogrammierte deutsche Nachkriegsvergangenheit, wo es übrigens auch sehr, sehr viele Perspektiven geht. Und ich kann immer nur sagen, jetzt das schreibt ihr hinter, ich sage mal, die Leviten. Ich werde dir die Leviten lesen. Dritte Buch Mose. Es gibt kein einziges Buch, keine Internetseite, die du mir zeigst, wo irgendwas behauptet wird, wo ich dir nicht zig Bücher und Internetseiten zeige, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was anderes behauptet wird. Und solange du in der Welt der Perspektiven lest und dir deinen ausgedachten Kopf zerbrichst, was davon richtig ist, oder du felsenfest davon überzeugt bist, dass einer dieser Bücher Aussagen dieser Behauptungen richtig ist, hast du überhaupt nichts verstanden als Geist. Du wirst die höhere Ebene nicht betreten. Alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. So wie Kreis und Dreieck in der Flächenebene sich widersprechen. Das eine ist kreisrund, ohne irgendwelche Ecken. Ich mache jetzt Anführungszeichen. Und das andere, das Dreieck, D-Dreieck, der geöffnete Spiegeleck, ist das kleinste, was an Fläche du überhaupt darstellen kannst mit Strichen. Okay? Mit weniger Ecken kannst du keine Fläche abgrenzen. Jetzt kommt natürlich was Neues dazu, dass ich sage, dass der Kreis eigentlich kein Nichteck ist, sondern ein Unendlicheck ist. Weil nämlich das, was du denkst, dein Denken basiert gequantelt. Das tritt nur in ganz zolligen auf. Jetzt kommt schon die Physik und die Quantenphysik rein arithmetisch ins Spiel. Es gibt in der Wirklichkeit definitiv keine, wie soll ich jetzt das nennen? Ich sage mal eine kontinuierliche Bewegung. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Golfball fliegen siehst oder einen Vogel fliegen siehst, wirst du sagen, der bewegt sich ja absolut stufenlos, lückenlos, kontinuierlich von A nach B. Okay? Jetzt ist aber hier so eine Erkenntnis von Max Planck, dass Licht nur gequantelt auftritt. Interessant. Diese Quantelung, die Quantitäten, das heißt nur in ganzzahligen. Es ist ähnlich übrigens hier wie mit den elektromagnetischen Wellen, da gibt es nichts zu entdecken, das muss dir einfallen. Es ist wie mit den Wassermolekülen, wenn man sagt, Max Planck hat das entdeckt, was willst du da entdecken? Hat der Lichtstrahlen angeschaut und hast festgestellt, das ist ja nur ganz solche, das sind ja nur Photonen, das sind ja nur Teilchen und das Teilchenwellenphänomen, das habe ich ausgiebig in den Ohrenbohrungen erklärt. Das ist ein riesengroßer Trugschluss, es ist prinzipiell Licht. Entsteht, das eine Licht ist diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Ich sage immer wieder, ob wir das jetzt rot geschrieben Licht nennen, ob wir das Geist nennen oder ob wir das Gott nennen. Es spielt keine Rolle. Es ist diese Ursubstanz, am liebsten ist mir eigentlich Energie. Und das ist Geist. Rot geschrieben, nicht denkbar. Gott, G. Das ist übrigens die Einstein-Formel. Um das gleich einmal klarzusetzen. Machen wir das nochmal ganz einfach, bevor wir da weitermachen. Ich mache jetzt extra Fenster auf, dass ich das nicht wegziehen muss. Machen wir jetzt einfach mal Gall. Entschuldige mich, weil das G, der Geist, der Buchstabe G, das ist der sogenannte Gimmel. Diesen Buchstaben nennt man G. Da haben wir jetzt gesagt, der Geist Gottes. Wir können auch sagen, der Geist ist das Meer. Oder der Geist Gottes ist MME. Dieses MM steht für zwei Gestaltwertungen, weil das Meer selber ja aus Wasser besteht und es schreibt sich MEM. MM. Da gehen wir dann morgen, hier und jetzt ausgedacht natürlich, ich spreche normal, gehen wir rein. Aber was jetzt hier interessant ist, dass dieser Buchstabe Gimmel schreibt sich GML, wenn wir das Wort ausschreiben, das wäre dann der volle Wert, habe ich so oft schon gezeigt, das ist jetzt das hebräische Wort für Kamel. Das kann man jetzt alles umsetzen. Was mir wichtig ist, dass dieses Wort eigentlich die Einstein-Formel ist, von der ich rede. Dass Energie, dieses E ist mc Quadrat. Eigentlich genau genommen hat es Einstein nicht geschrieben, es heißt E Quadrat ist m Quadrat mal c hoch 4. So steht es in den Einstein-Büchern. Aber hier die reinen Arithmeter haben gesagt, das kann man ja kürzen. Das ist aber dann schon eine extreme Entheiligung. Was hier wichtig ist, wenn ich jetzt diesen Geist, siehst du, das steht hier unten, wenn ich diesen Geist ganz einfach als Energie setze, das M ist Gestaltwerdung, da könnte ich sagen eine Masse, die wir uns jetzt ausdenken, und das L steht für Licht, dann wirst du feststellen, dass das G
jetzt definitiv als ML. Da steht Geist plus gestaltgewordenes Licht. Das ist M, gestaltgewordenes Licht. M ist die Masse, das, der Zeichen M im Hebräischen ist Gestaltwerdung. Und C Quadrat steht für Licht. Und das G selber steht für Geist. Geist ist Licht, ist Energie, ist gleich Masse mal Licht, ist E, ist MC Quadrat, ist G, ML. Das ist schon die Einstein-Formel. Das ist dein Geist. Wenn wir das blau machen, steht das symbolisch für dein Gehirn. Dann ist es Verstand. Verstand wiederum ist aber nur ein Programm. Das heißt, du brauchst für den Computer, den wir jetzt als das Urding von allen nennen, du brauchst etwas, was das Ganze eine Division durchführt. Was ist eigentlich eine Division? Eine Division ist eine Teilung. Was ist ein träumender Geist, der schläft ohne zu träumen? Was ist ein Meer ohne Wellen mit einer spiegelglatten Oberfläche? Ein totes Meer. Ist natürlich jetzt, dass da so viele, das Tod haben wir schon, T-O-T, damit zwei Spiegelungen. Das findest du dann übrigens gleich in die ersten Verse in der Bibel, weil das perfekt beschrieben. Da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, das ist, und die Erde war wüst und leer, das ist es Dobabo, und die Finsternis, interessant, die Finsternis heißt übrigens genau genommen, wenn man jetzt das Kaschak, das ist dieses Wort, Kaschas Sinn, Gefühl und Empfinden, das ganze Wort heißt Finsternis, unter anderem, okay? Das Finsternis, Dunkelheit heißt auch Unwissenheit im Hebräischen. Und noch einige Sachen. Jetzt, wenn man aber weiß, dass das Kasch alleine, das Kasch alleine Sinn, Gefühl und Empfinden heißt, das ist das, da mal alle im Hebräischen du und Island, Kasch ist hier Sinn, Gefühl und Empfinden, steht übrigens in Langenscheid drin, und das Kaff am Ende dein, dann heißt es hier und dein Sinn, Gefühl und Empfinden. Und das Sinn, Gefühl und das Empfinden, das du als Geist mitkriegst, das ist deine Unwissenheit. Klingt im ersten Moment verwirrend, aber jetzt kommt es da so schön, er schied das Licht und jetzt kommt dieses, und Gott sprach, schaut hier, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheiden die Wasser von den Wassern. Das ist also Elberfelder, wir schauen uns das dann von Herz Dursina hier an und von Martin Buber an, die werden da nur wesentlich direkter. Das heißt, da ist ein Wasser, Gott ist das Wasser, symbolisiert den Geist, nicht räumlich vorstellen. Und jetzt wird das Wasser in ein Oberhalb und in ein Unterhalb geteilt. Das sind deine Gedankenwellen. Das heißt aber, das Ganze passiert immer im Jetzt. Sobald ich einen Wellenberg aufschmeiße, wird praktisch von dem Wasser was Besonderes herausgehoben, was aber dann innen fällt. Du denkst dir jetzt den Udo aus. Und solange du glaubst, der ist da außen, ist dir nicht mehr bewusst, dass der eigentlich in dir drin ist. Das Ausgedachte, egal wo du dir was hindenkst, da außen ist nichts, es bleibt in dir drin. Es ist auch hundertprozentig sicher, dass die Gedanken, die du denkst, oder die Gedanken, die gedacht werden, untrennbar mit dem Denker verbunden sind. So wie der Wellenberg mit dem Wellendoll. Stimmt oder stimmt? Hat da irgendeiner was einzuwenden? Dabei spielt es keine Rolle, wo der Denker sich seine Gedanken hindenkt. Sie sind trotzdem bloß hier und jetzt in seinem Kopf. Das ist übrigens sofort überprüfbar. Also denk jetzt an den Mond, den denkst du dir jetzt an den Himmel hoch. Oder denk dir den Eiffelturm nach Paris. Wo ist jetzt das Paris und der Eiffelturm, den du denkst? Jetzt natürlich, jetzt kann ich wieder sagen, in den Kopf, was du mein Kopf nennst, der ist auch schon wieder was ausgedacht. Normalerweise denkst du nicht dazu. Sondern das ist der rote Kopf, in dem alles im Armfang beginnt, alles in diesem roten Kopf des träumenden Geistes. Und nochmal, ein träumender Geist, das ist nicht der Trockennaserve, der da liegt und schlecht. Das ist nur ein symbolisches Bild, wie der Krug, der zum Brunnen geht, bis er auseinanderbricht. Das wird dann der Fall sein, wenn du begreifst, dass auch der träumende Geist nichts ist, was gedacht werden kann. Das symbolisieren wir mit einem schlafenden Menschenkörper. Geist selber kann nicht schlafen. Mag dir, ich habe eine einseitige Aussage gemacht. Du schläfst immer. Schlaf ist nämlich die einzige Möglichkeit, dass du was erlebst. Darum haben wir ja hier im Schlaf schlichtweg und einfach in das Shin und He. Schau hier, eine logisch existierende Wahrnehmung. Shin und He, das ist das hebräische Wort für Schlaf. Dasselbe Wort hast du auch ja. Aber was wichtig ist, dasselbe Wort hast du auch wiederholen. Ändern, sich ständig ändern und damit zwangsläufig anders sein. In dem Moment, wo du zum Schlafen anfängst, wirst du an dich denken. Das heißt, du Geist wirst plötzlich jemand anders. Du wirst anders sein wie das, was du eigentlich bist. Aus dem Nichts wird etwas. Stimmt oder stimmt? Nämlich ich, das ausgedachte Ich.
Und das ändert sich ständig, vom Säugling bis zum Greis. Dieses Verschiedensein. Du wiederholst es und wiederholst es in einem fort. Das übrigens hast du auch noch lernen, wenn wir weiter reingehen und so weiter und so weiter. Das ist sehr tief. Das ist auch alles zigfach erzählt. Aber mir geht schlichtweg und einfach darum, wir waren ganz kurz bei dem Fundament, auch das immer wieder, lass es auf dich wirken, dass also hier die Grundlage, die Basis, das griechische Wort, wenn wir uns jetzt ins Griechische reingehen, dieses Fundament, F steht immer, habe ich gesagt, für eine Facette, das ist eigentlich ein P. Unda ist das lateinische Wort für Welle. Ment ist eine Umformung, kommt vom Mens, von Denken, wobei Ment, die Grundbasis Mentior, heißt schlichtweg, können wir ja ganz kurz einmal anschauen, das ist immer das Grundwort, mal schauen, was der da drin stehen hat. Das ist also die Erwähnung, schau her, Mendio, die Erwähnung, da haben wir jetzt schon der R im Hebräisiert, heißt es ja erweckt, erwacht, da erwacht in dir ein Wahn. In dem Moment, wo du dir was erwähnst, das sind Erwähnungen, die du machst, der Wahn, den du selber in dir aufmachst, und das sind deine Erinnerungen, das Erweckte in deinem Inneren. Okay? Schau her, und jetzt kommt Mendio, da kommt jetzt Fundament. Lügen und sich täuschen. Das ist jetzt in anderen Wörterbüchern, heißt es, das nochmal etwas Erdichtetes hervorbringen. Wie war das nochmal? Energie, in dem Moment, wo wir die verdichten, Materie, wird es zu Materie, das wird etwas Erdichtetes. Das ist es, wenn du dicht, sobald du was verdichtest, Materie ist nur hochkonzentrierter Geist, hochkonzentrierte Energie. Das ist ein Pulsieren aus innen, weil du dir ja was ausdenkst. Du denkst dir jetzt zum Beispiel hier diese Zimmerwände um dich herum aus und die erscheinen dir dicht. Und sobald es wieder weg ist, ist immer wieder die Frage, weil für dich nur das existiert, was du dir denkst. Ich habe so viel, wo ich sage, schließ die Augen, jetzt denk dir deine Augen vor dich hin, von deinem Schädel. Dann könnte ich sagen, oben, die Spiele will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Da schaut einfach, fast in ein Selbstgespräch gehe ich darauf ein. Fabeln. Sich gegen die Wahrheit versündigen. Das heißt, die Wahrheit, ich nenne das immer eine Wahrheit, ist eine Wahrnehmungseinheit. Du nimmst etwas wahr und das Heid oder Keid als Endsilbe heißt eigentlich hebräisiert wie buchstabiert. Das ist natürlich die Frage, ob du schon richtig im göttlichen Sinne buchstabieren kannst. Fingieren, faseln, Lügner. Das ist das Fundament hat nichts. Das ist unter sind die Wellen. Die Gedankenwellen sind immer Selbstlügen, wenn du meinst, du hast mit den Wellen, die du dir ausdenkst, nichts zu tun. Du bist ohne Anfang und Ende. Und deine ganze Überlebensangst, ich schau mal das Wort Überleben an, U mit zwei Pünktchen drüber. Stell dir das Wort jetzt vor. U steht immer für Spannung in der Physik und die zwei Pünktchen drüber, das nenne ich jetzt einfach mal plus minus. Das U ist ein schwingend aufgespanntes BR, Polar erweckt. Wir können jetzt das einmal hier die Vokale rausschmeißen, dann haben wir BR, klingt so kompliziert, wenn man es, was ist das Normalste der Welt, dann kriegst du jetzt erst einmal das Äußere. Das ist im Langenscheid steht das Äußere, das heißt die polare Berechnung. Wenn ich jetzt das E dazwischen ein I mache, das ist ER, heißt der erweckt. Das heißt dann polar, B, polar erweckt. Hebräisch gelesen ist das B eine Vorsilbe, das heißt im. Und da kommt jetzt einmal was anzünden und was ausrotten, was brennen und dumm sein, in brennen, in Feuer aufgehen. Viech, Wegräumen, in Weg schaffen. Das ist das Verbrennen. In dem Wort brennen steckt das Wort Rennen mit drin. Das heißt, die Polaritäten rennen. Du bist in einem Zustand des Rennens, weil die Polaritäten rennen. Das ist jetzt das aus dem Einheitskreis, ein ausgedachter Sinus. Das ist ein Raumzeitfenster. Ich sehe jetzt viele Fragezeichen auf den Augen von denen, die ich mir ausdenke. Und es ist so unendlich einfach, wenn du, es ist wirklich der Effekt, kann ich dir nur eins sagen, wie zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Du hast die Lösung und dann wirst du feststellen, dass was jetzt so unglaublich klingt, ist nur weil das Denken für dich vollkommen ungewohnt ist. Das ist übrigens reine Physik. Ich meine jetzt auch die normale Physik. Die Schwierigkeit ist beim Einheitskreis, dass man den großen Fehler macht, wenn wir jetzt hier, lassen wir mal die nochmal laufen mit den Spins. Eine Dynamik dahinter, da könnte was passieren. Also wenn Energie da ist, vor allen Dingen Energieunterschiede, dann könnte was passieren. Und dass aber dann am Ende ausgerechnet die Ruhemasse, also dann, wenn das Teilchen eben nichts anderes macht, als nur Teilchen zu sein. Es sitzt nur da und brummt.
Das ist so geistlos, dass jedes Märchen hat wesentlich mehr Tiefe, wobei das natürlich alles eine gewisse Kraft von Vorstellung ist. Die denken sich unvorstellbare kleine Teilchen aus und dann kommt dieses Gesulze, das sie nur nachquatschen. Würden die das auch sprechen, wenn ich jetzt den kleinen Lesch oder den kleinen Gassner als Babys genommen hätte und hätte ihn an einer anderen Familie groß werden lassen und hätte ihn ganz auf einem Bauernhof groß werden lassen oder bei einer hinduistischen Familie, würden sie dann dasselbe von sich geben? Es ist ihr Leben in dem Buch. Und es ist halt definitiv so, dass der vollgesogene Schwamm, die Vorstellungen, die du magst, du bist der Computer, steht und fällt mit dem Intellekt, der du, jetzt kommt immer im Laufe des Lebens, das habe ich so oft erklärt, mein Schwammbeispiel, es gibt keine chronologische Zeit. Wenn wir hier zum Beispiel in die Quantenverschränkung reingehen, das ist immer wieder so Sachen. Wir denken uns einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Das ist jetzt zum Beispiel hier. Was und? Da machen wir dann lieber, das ist ja noch wesentlich geistreicher. Die Schwierigkeit ist, dass alles, was du denkst, ist hier und jetzt. Und dann kannst du in Tausenden von Videos und vor allem von Büchern nachlesen, dass die Physiker in den Labors festgestellt haben, wenn man jetzt zwei Teilchen spaltet, zum Beispiel mit einem Strahlteiler, da gehen die Probleme schon los. Das ist nämlich, wenn ich jetzt einen halbdurchlässigen Spiegel habe. Pass auf, ihr könnt euch jetzt einmal normal vorstellen, einen halbdurchlässigen Spiegel, den stellen wir in 45 Grad, dann nehme ich einen Laserstrahl, richte den auf den halbdurchlässigen Spiegel, dann geht der Strahl in eine Richtung auf der Leinwand und einmal gespiegelt bei dem halbdurchlässigen Spiegel die Hälfte, wird dann praktisch um 90 Grad verschoben, dargestellt auf einem anderen Bildschirm. Gibt es Videos dazu. Jetzt, wenn das nur Teilchen sind und Kanonen sind, muss dir eins klar sein. Das Teilchen selber, das kleinste Teilchen. Also muss, wenn jetzt da einzelne Kugeln sind, wenn ich jetzt zwei aus einem Punkt durch einen 45 Grad im Weg stehenden halbdurchlässigen Spiegel, geht die Hälfte dieser, ich nenne es mal diese Lichtenergie, durch den Spiegel durch und die andere Hälfte wird reflektiert. Also ich habe zwei Punkte. Habt ihr soweit, seid ihr dabei? Ich sehe jetzt das und wenn ich den Spiegel wegmache, habe ich bloß noch einen, der doppelt so hell ist. Wenn ich jetzt den mit einem Strahl habe, einen Laserstrahl habe, wo ich einen Spiegel reinstelle, im Winkel von 45 Grad, dann wird der Strahl die Hälfte der Energie durchgehen und 45 Grad, die andere Hälfte 45 Grad gespiegelt auf einem anderen Leinwand. Zwangsläufig habe ich zwei halbhelle Punkte oder einen vollhellen Punkt. Ich mache das ganz primitiv. Wenn das jetzt aber Einzelteilchen sind, die sich nicht mehr teilen, gequantelte Einzelteilchen, dann muss ja definitiv, wenn ich jetzt sage, ich schieße da ganzen Haufen ab, sprechen die sich ab, dass die Hälfte in die Richtung geht und die andere Hälfte in die Richtung geht? Jetzt wird es aber noch wilder, dass man jetzt hier zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen lässt. Wenn dich das interessiert, geh einfach ins Internet, gib Verschränkung ein und dann hast du so viele populärwissenschaftliche Videos, wo das dargestellt wird, ähnlich wie beim Doppelspaltexperiment. Und jetzt ist es so, dass die fliegen ja mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Da habe ich jetzt hier irgendwo, kleinen Moment, da schauen wir jetzt mal, da habe ich ein Samandi Scheidern Highschool. Quantenverschränkung, spukhafte Quantenverschränkung. Es gibt ein Phänomen, das Verschränkung genannt wird, welches unsere Vorstellung von Raum und Zeit stark in Frage stellt. Elektronen haben eine Eigenschaft, die Spin genannt wird. Vereinfacht kann man sie sich wie eine Rotation um die eigene Achse vorstellen. Um diese Achse können sich die Elektronen entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Haben wir nun ein Elektron, das sich im Uhrzeigersinn dreht und ein weiteres, das sich genauso schnell um die gleiche Achse jedoch gegen den Uhrzeigersinn dreht, dann haben wir einen positiven Spin und einen genauso großen jedoch negativen Spin. Insgesamt haben wir einen Spin von 0 und das bedeutet, dass die Elektronen verschränkt sind. In diesem Fall verhalten sie sich äußerst interessant. Drehen wir beispielsweise den Spin des einen Elektrons von im Uhrzeigersinn zu gegen den Uhrzeigersinn, dann wechselt, scheinbar ohne dass wir irgendwie mit dem anderen Elektron interagieren, der Spin vom anderen Elektron von gegen den Uhrzeigersinn zu im Uhrzeigersinn. Die Elektronen verhalten sich also so, dass der Gesamtspin immer bei 0 bleibt. Aber um das zu schaffen, müssten die Teilchen irgendwie miteinander kommunizieren, miteinander reden.
Dass die Sache noch verblüffender ist, merken wir, wenn wir das Ganze über weite Strecken betrachten. Bringen wir zum Beispiel das eine Elektron auf die eine Seite des Universums und das andere auf die andere Seite des Universums, dann müsste es ca. 45 Milliarden Lichtjahre dauern, bis eine Information mit Lichtgeschwindigkeit vom... Jetzt, Alter, das ist so eine Sackgasse. Den ich mir jetzt ausdenke, der das spricht, ist ein Gedanke von mir. Das habe ich jetzt gehört, Wort für Wort. Zu glauben, dass der das in der Vergangenheit gesprochen hat, aufgenommen hat und dann ins Internet gestellt hat, ist ein logisches Konstrukt. Das ist blinder Glaube, du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst natürlich mit Nachforschungen dann irgendwann einmal durch stochastisches Denken, nenne ich das, das wird auch in der Physik im Nullpunkt Bogges erklärt, stochastisches Denken heißt, dass sobald du was glauben willst, wirst du immer mehr von mir Beweise bekommen, dass es so ist, wie du es glauben willst, und wenn du was nicht glauben willst, wirst du immer mehr Beweise bekommen, dass es nicht so ist. Das heißt, erst einmal ist dein Wollen, ob du was glauben willst oder nicht glauben willst. Wenn du jetzt immer mehr glauben willst, dass du nicht sterben willst, wirst du feststellen, du wirst nicht sterben. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber dann doch wieder, wenn ich weiß, was SD-Erben, was Sterben heißt, da steckt das Wort Erben schon drin. Oder Erben, das heißt erweckte polare Existenzen, das sind Gedankenwellen. Das heißt, der Sterbevorgang der ständigen Vernichtung erzeugt permanent Neues. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wenn du Ich, rot geschrieben, geworden bist, wie Ort ist ein doppelt aufgespannter Ort, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben, und zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Du musst jetzt nur checken, dass dein Körper ist die von dir wahrgenommene Information. Jetzt denk wieder an die 200 Gramm rote Gnede. Jeden Augenblick mit jedem Gedanken, egal ob das gedacht ist oder ob das sinnlich wahrgenommen wird, das ist genauso eine Information von dir. Jeder neue Augenblick zerstört den bestehenden Augenblick. Was jetzt hier passiert, ist schon die große Falle des Universums. Nochmal Universum versus heißt in eins gekehrt. Okay? Am einen Ende des Universums und am anderen Ende ist ein absoluter Blödsinn. Das ist was Ausgedachtes. Wie alles, was du siehst, was Ausgedachtes ist. Die zwei Teilchen, und das habe ich so auf dem Breinfeld-Vortrag habe ich gesagt, wenn dir jetzt meinen Kopf sieht, das auf dem Bild schaue im Breinfeld-Vortrag aus, ich, Geist, denk mich zuerst einmal als Brösel. Ich sitze jetzt hier. Nennen wir das einmal Bleinfeld. Kannst jeden anderen Namen dafür setzen. Also ich, Brösel, mein Kopf befindet sich jetzt im Bleinfeld. Ich kann jetzt Folgendes um mich rumdrängen, meinen Schädel. Ich bin im Zentrum meines Schädels. Ich kann mir zwei Augen vor mich hindenken, die natürlich nur existieren, wenn ich jetzt an meine zwei Augen denke. Ich kann mir Nase vor mich hindenken, über mir Haare, wisch und weg. Jetzt denke ich, ich sitze in einem Z im Meer, in einem Zimmer. Um mich herum sind Wände, vor mir sind Wände, die sehe ich jetzt in meinem Gesichtsfeld, zwangsläufig sind hinter mir auch eine Wand. Es ist rechts eine Wand, zwangsläufig ist auch links eine Wand. Oben über mir ist eine D-Ecke und unten ist ein Boden. Jetzt wenn ich das, die Ecke ist eine geöffnete Ecke und Bo heißt in ihm und dann heißt es ein Urteil. DN, haben wir schon gehabt, denk an DIN, an das Ding. Deutsch ist Vatersprache, ist göttliche Sprache, weil in allen Sprachen der Welt das Wort Deutsch etymologisch tiefer betrachtet auf der Matrix-Ebene Gott heißt. Selbst im Arabischen, die Alemannen sind die Männer Allahs. Die Germanen, Germanium, die sogenannten indogermanischen Sprachen, ist ja nicht Sanskrit, obwohl die Sanskrit gilt als die Wurzel der indogermanischen Sprachen. Das lateinische Wort Germanus heißt dieselben Eltern haben. El heißt Gott. Derni auf die Frage, wie viel heißt drei? Die drei heißt vier geöffnete Spiegel. Wenn man die Vordersprache versteht. Das ist unser Tetraederspiegel. Das nimmst du jetzt einfach hin, wenn du neugierig bist, stochastisches Denken, wird dir das immer klarer werden. Aber jetzt komme ich zur Verschränkung. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich denke mich jetzt als Mensch, als Trockennasenaffenmensch mit einem Kopf und jetzt denke ich mir Zürich aus. Dieses Zürich beginnt in dem Moment zu existieren, wo ich an Zürich denke. Dieses Zürich, das ich mir jetzt ausdenke, nach Süden, so und so viele 100 Kilometer von mir weg, entfernt, tausendmal erwähnt, die Vorsilbe N in der deutschen Sprache weist darauf hin, dass das nachfolgende Wort ins Gegenteil gekehrt wird. Das heißt, wenn sich ein Gummi entspannt, hört die Spannung auf, wenn dich ein Mensch enttäuscht, hörst die Täuschung auf und alles, was jetzt entfernt von mir, in mir erscheint, ist überhaupt nicht entfernt, sondern das ist in mir drin. Das Zürich, das ich mir jetzt ausdenke, ist ca. so und so viel 100 Kilometer von mir entfernt. Also ist es doch in mir drin.
Ist absolut, jetzt hast du mal die erste Kindergartenform, was ich zurzeit mache. Ich sage mal wieder, wenn du die elementaren ersten 18.000 Seiten der Ohrenbohrung in und auswendig aufsorgen kannst, dann habe ich dir auf meiner göttlichen Schiefertafel gezeigt, wie mein Aleph zeichnet. Du musst weg von der Filwisserei. Es geht mir überhaupt nicht um Filwisserei. Das hat jetzt wieder für dich den Eindruck, wenn es mir um Filwisserei geht. Es geht mir um den Geist, die Weisheit. Ich habe das so extrem vereinfacht. Das große Problem ist, du wirst es einfach nicht wahrhaben. Du wirst das, was ich dir jetzt erkläre, nicht morgen verstehen, nicht übermorgen verstehen. Wenn du es verstehst, verstehst du es jetzt. Und es wird bis in alle Ewigkeit dauern, wenn du meinst, du würdest das irgendwann einmal morgen oder übermorgen verstehen. Dann bist du täglich grüßt das Murmeltier mit dir ein Hamster in ein Laufrad. Jetzt ist es ja so, ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Das ist das Beispiel vom Bleinfeld. Das Wien ist genauso in mir. Jetzt machen wir hier die Quantenverschränkung. Das wird jetzt natürlich problematischer, weil die zwei Teilchen fliegen in entgegengesetzte Richtung auseinander. Okay? Obwohl diese zwei Teilchen, und ich sage jetzt, die Verschränkung ist was ganz was Irres, weil wenn die Labors ein Teilchen drehen, und da kommt jetzt das, was der am Anfang gesagt hat, dass die Elektronen einen Spin haben. Zeig's mir. Zeig mir eine DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht, was übrigens auch schon wieder ein Computerprogramm ist. Also auf einem Bildschirm geklotzt wird. Jeder, der dir das erzählt, erzählt dir eins zu eins das, was man ihn einprogrammiert hat in Elternhaus und Schule. Und diese Programme machen Vorstellungen, die natürlich vollkommen logisch erscheinen. Was sollte denn ein Computer logisch erscheinen wie das eigene Programm? Für einen Computer ist übrigens, wenn er ein Virus kriegt, der kennt keinen Unterschied zwischen einem Virus und einem Update. Es ist schlichtweg eine Veränderung seines Programms und wenn er das annimmt, dann arbeitet er mit einer anderen Logik. Richtig und verkehrt gibt es für einen Computer nicht. Für einen normalen Menschen, sprich für einen einseitigen Computer schon, da kann ja nur eins richtig sein. Ist es jetzt hell oder dunkel? Ja, brauchst du ja bloß schauen. Aber das Verrückte ist, dass das Gegenteil auch da ist. Übrigens, ich habe jetzt einmal eine Frage. An dich, Geist, der du mich jetzt ausdenkst. Hast du dich, während du aufmerksam zugehört hast, du Geist, hast du dich gesund oder krank fühlt? Keins von beiden. Weil beides gleichzeitig da ist. Plus 5, minus 5 ist 0. Das ist übrigens das HWH in unserem JHWH. Das ist immer 0. Das ist eigentlich das Verrückte. Und jetzt das Geheimnis, dieses Riesengeheimnis der Quantenmechanik der Verschränkung, lass uns kurz weitermachen. Einen Elektron zum anderen gelangen könnte. Doch bei der Quantenverschränkung passiert die Umkehrung der Rotationsrichtung genau im gleichen Moment. Also das heißt, wenn die mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, wenn die höchste Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist, muss mindestens das, wenn der eine was macht, es dem anderen mitteilen will, muss das ja... Wenn die auseinanderfliegen, mit doppelter Lichtgeschwindigkeit fliegen, eigentlich unendlich. Ich habe nur irgendein Video, wo die dann ein Physiker hat gemessen, dass praktisch die Geschwindigkeit nahezu unendlich ist, die zwischen den Teilchen im Austausch besteht. Aber die große Frage, wie weit sind jetzt Zürich und Wien auseinander? Wie viel können wir ja messen, brauchen wir bloß Google Earth einschalten. Wie weit ist jetzt Zürich und Wien weg, die ich mir ausdenke? Die sind an derselben Stelle, weil alles, was passiert, ist hier. Es ist nur ausgedacht, auseinandergedacht. Auch diese Teilchen. Und da kommt, dann kann er da Video zeigen von Professor Zeldinger aus Wien, ist ein Pixelmännchen, das wir uns jetzt ausdenken. Und er sagt, ihr könnt mich gern besuchen in den Labors, ich zeige euch diese Beschränkung. Er zeigt dir das, er lässt dann zwei Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, verändert das eine Teilchen und im selben Moment, wo er das verändert, verändert sich das andere Teilchen auch. Egal, ob jetzt die 500 Meter oder 50 Millionen Lichtjahre auseinander sind. So was spricht der Professor als Pixelmännchen. Ich sage, wie will der mir das zeigen? Auf dem Computer. Das, ihr wisst ja, wie oft ich schon hier Physiker, die vor einem Monitor stehen und dann flackert ein kleines Lämpchen. Das ist ein fotografiertes Atom. Ich sage, nee, das ist ein Computermonitor, du Depp. Ihr Menschen, die ihr glaubt, außen zu leben, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du daheim in deiner Wohnstube als Brösel, als Trockennasenaffe bei Eigendefinition vor einem Fernseher sitzt und du glotzt ein Fußballspiel an, dann siehst du hier Menschen hin und her laufen, Bälle hin und her fliegen. Ich behaupte, auf diesem Monitor bewegt sich nichts, auch nur einen einzigen Millimeter von der Stelle. Es sind flackernde, statische Lämpchen. Sind wir wieder wie das Himmelszelt, die Sterne.
Haben wir doch in Weißenburg, habe ich das gezeigt, weil es gerade so treffend ist. Ich mache mal mein Stellarium schnell an. Da bin ich im letzten Teil aus Zeitgründen im Weißenburg-Vortrag, war das sehr, sehr eng. Dass das, was da oben an Sternen ist, das ist rein schon ein Wissen, das einprogrammiert wird, das ein, in einem gewissen Maß, na, warum kommt er nicht? Braucht er so lang? Schauen wir mal, ob er sich aufbaut. Jetzt ist er da. Schaut, das ist jetzt schon mal zuerst eine Sache der Perspektive, deiner Vorstellungswelt. Ich will das ganz kurz nochmal einstellen. Es ist erst einmal so lange, das, was wir jetzt sehen, das sind keine Bäume. Das ist einmal zuerst jetzt, wir sind hier auf der Erde, okay, und da ist natürlich die Darstellung schon sehr, sehr schwer. Du siehst jetzt Süden, Westen, Norden. Das heißt, ich kann nicht in diese Himmelsrichtungen gleismäßig schauen. Das löst sich jetzt schon auf, wenn ich mich reinzoome. Das ist jetzt der Westen. Das heißt, wenn ich jetzt rumschaue, hast du zuerst einmal den Eindruck, du bist auf einer Scheibe in der Perspektive, okay? Das sind jetzt die Sternbilder, die können wir dann ausschalten, darum geht's gar nicht. Aber wir machen jetzt einmal, schauen wir mal nach oben. Wir können ein bisschen wegzoomen. Seht ihr das? Das hatte ich in der Perspektive, ist jetzt das in der Darstellung, wenn ich nach oben schaue, das wäre jetzt der Horizont, der natürlich so ausgesehen ganz anders aussieht. Das heißt, du schaust in einen Dom rein, in eine Kuppel, hier mit einem Zentrum. Wenn wir jetzt natürlich auf der Erde sind und wir machen die Erde durchsichtig, wenn ich jetzt natürlich nach unten schaue, jetzt schaue ich in den Boden rein, merkt ihr, jetzt kommen diese ganzen Phänomene an der Kugel, die ganz, ganz anders aufbaut. Wenn ich jetzt da weggehe, jetzt muss ich mich ja praktisch erheben, dass ich die Kugel kleiner mache perspektivisch, dann habe ich was drumherum. Und jetzt kann ich genau genommen, wenn ich jetzt will, kann ich meine Erde sogar wegschalten, dass ich weiß, was jetzt dahin, wenn ich in die Richtung schaue, wenn man sich das punktförmig vorstellt. Das ist ein materialistisches Vorstellen, die Maßsetzung eines heliozentrischen Weltbildes, wo übrigens sich auch alle sogenannte Astrologen, Astro, einfach das Wort, das lateinische Wort Astro kommt von Astruo, das heißt nicht nach außen gestreut. Lass uns das überprüfen, du musst bloß ein bisschen Fantasie haben. A ist Verneinung, SDR, das schauen wir uns dann gleich an, Astro. Über, aneinanderschichten, über, auseinanderfügen, okay, aufschichten, aufbauen, errichten, fertigen, zubereiten. Das ist Stro, Struo. A ist die Verneinung. Asozial heißt nicht sozial und Astru heißt praktisch nicht aufeinander geschichtet, nicht aufgeschichtet, aufgebaut, errichtet, nicht zubereitet. Es ist schlichtweg lose. Breiten, hier kommt etwas Böses, Berei im Spiegel. Jetzt wird es nicht anordnen, bestimmen, das heißt nicht bestimmt, obwohl es dann doch bestimmt ist, weil wir immer die zwei Seiten gleichzeitig denken müssen. Was wir jetzt hier machen, jetzt lassen wir da ganz kurz einmal die Zeit laufen. Dann im Moment. So, jetzt lassen wir das Ding einfach einmal rauschen. Einen Moment. So. Siehst du jetzt, was finster ist? Übrigens ganz aktuell. Übrigens, das ist Weißenburg. Also das ist jetzt praktisch über uns. Bisschen langsamer machen. Schauen wir mal jetzt hier. Unten könnt ihr das sehen? Da habt ihr die Uhrzeit. Noch ein bisschen schneller noch. Ups. So stellt man sich das vor. Zeit ist was Relatives. Machen wir doch mal die Sternzeichen weg. Seht ihr? Das ist jetzt so. Was jetzt wichtig ist, die Anno weg. Jetzt kommt die Sonne, das kannst du jetzt genau die Uhrzeit einstellen. Das siehst dann genau, die kommt dann da im Osten, mit was für ein Winkel das die kommt und so weiter und so weiter. Was mir jetzt aber eigentlich, ich suche das gerade, dass ich in der Wisch von der Geschwindigkeit her, wenn ich jetzt diese Sterne laufen lasse, seht ihr das? Das, was man hier so schön sieht, bewegen sich jetzt da Sterne? Bewegt sich hier auf dem Monitor oder hier auf dem Beamer irgendein einziger, wenn das jetzt der Fernsehmonitor aus Einzelpunkten ist, das ist übrigens der Fall, weil im Beamer das Display besteht, letztendlich die VR-Brille aus Einzelpunkten, die das projizieren. Bewegt sich hier die Lampen oder leuchtet bloß ein Licht auf einer anderen Stelle?
Stell dir jetzt vor, jetzt dieses klassische vor dir, der Monitor, den du vor dir siehst, der besteht ja nur aus Pixel. Wenn jetzt hier dieser Punkt, wo ich mit dem Pfeil drauf gehe, oder der Pfeil selber, bewegt sich jetzt der Pfeil, ist das hier ein anderes Licht wie das hier? Weißt du, was ich meine? Das heißt, genauso ist es mit dem Fußball. Die Lämpchen auf dem Monitor bewegen sich keinen Millimeter von der Stelle. Das heißt, wenn du Sternbilder siehst, rechts oder links oben, Blickwinkel, sind die immer auf deiner VR-Brille. Deine Augen funktionieren definitiv so wie die zwei kleinen Monitore in einer VR-Brille. Und die werden von einem Computer angesteuert, das ist dein Gehirn. Und du meinst, das, was du auf dieser VR-Brille siehst, diese Gegenstände sind, die da außen sind, die sind immer nur in deinem Kopf. Und alles, was jetzt hier ist, die ganze Esoterik, all das ganze Zeug, geht zwar hin, du träumst und du bist Geist, aber lass uns mal hier reinhören. Ist der Raum endlos weit durch seine Tiefe. Das ist ein Blödsinn. Es gibt keine Tiefe auf einer VR-Brille. Jetzt schauen wir uns mal die Worte genauer an. Es gibt dazu, zuerst einmal eine Breite. Okay? B-Rei. B-Rei heißt im Spiegel. Tausende Male erklärt. Das heißt im Spiegel. B-Rei. T kommt eine Spiegelung. Das T hin, wenn ich jetzt dran, das T steht für eine Spiegelung. Das ist Breite. Dann gibt es eine Höhe. Das heißt, wir haben zuerst einmal eine Nulllinie und jetzt baut sich eine Höhe auf. Jetzt spanne ich die Finger so auseinander. Das ist wie wenn du flächig siehst einen Wellenberg und einen Wellental. Das ist H, W heißt doppelt aufgespannt H, plus H minus H. Das ist das H wie H im J, H wie H. Das ist ein J, das ist ein kleiner Gott. Das ist übrigens, wenn wir in die Physik gehen, das 10. Element, das nennen wir, was ist das 10. Element? Ordnungszahl 10? Ja? J. Ja, 10, aber was in der Physik, was ist das für ein Element? Die 10, die kleine 10, wissen wir, die rote kleine 10 ist der kleine Gott. Waren wir doch bei der Edelgase, oder? Neo, der Messias. Ich glaube ja nicht, dass das Zufälle sind. Leute, es gibt überhaupt keine Zufälle. Ich scheiße euch so mit Zufällen zu. Das sind die Namen, wenn irgendeiner was entdeckt hat. Das ist also hier, es ist lückenlos. Die Matrix funktioniert komplett anders, wie ihr euch raumzeitliches Weltbild mit Vergangenheit und Zukunft vorstellt. Wir werden morgen einmal, wenn wir wirklich jetzt auch selbst die, wenn ich Einstein sage, das ist lauter so Zeug. Rudolf Steiner. Das ist Adam Riese. Adam Ries. Ich erzähle euch etwas. Es sind keine Zufälle. Nomen ist Omen, im Namen liegt die Vorbedeutung. Übrigens, das gilt auch für deine Namen. Kann immer wieder dann viele sagen, kannst du mir Namen aufhören? So, freilich kann ich das. Es wäre aber viel wichtiger, dass du das kannst. Und du wirst es niemals lernen, wenn du permanent meinst, du willst dir von irgendeiner Figur in deinem Traum was erklären lassen. Weil da wirst du dich selber namen, welche jeder Kleinigkeit rennst du zu einem Fachmann. Es ist die Entmündigung deiner Geistigkeit, deiner Schöpferfähigkeit, weil du immer ein billiges Abzipfelchen von dem bist, den du nachplapperst. Das ist das, was ist. Ob das in der Religion ist, ob das ein Guru ist, ob das ein Physiker ist, du baust in dir Vorstellungen auf, in Maßsetzung dessen, was man dir erzählt hat. Und ich sage jetzt, mach dir mal Gedanken, ob du das wirklich überprüfen kannst oder ob das blinden Glauben erfordert. Und da bist du jetzt in dieser Eckhart Tolle Richte, das ist übrigens schon mal ein Eck. Ich rede immer, ich verstecke, ich strecke eine Ecke, erinnert euch an den Finkenstall-Vortrag. Da kommen die Leute einfach nicht mit, obwohl das so einfach ist. Das große Geheimnis, SDR, das ist rot geschrieben, das Geheimnis, das haben wir übrigens gerade im Struo gehabt, habe ich gesagt, wir schauen uns dieses SDR, das nicht Astrologie, Astruo, das nicht nach außen gestreute, das ist erst einmal ein Geheimnis. Das beginnt schon mal mit der Geist und He im. Dieses He, das He, H ist der Buchstabe He, He im heißt ja das Meer. El He im, El Hayom, da steht He im, okay? Nis, wir haben viele verschiedene Endes, Nis ist natürlich schon für sich alleine ein Kleinod. Dann haben wir He im, Lichkeit, K-Eid heißt wie buchstabiert. Das heißt, das Meer und das Licht des Ich ist wie buchstabiert, das erzeugt dann Divisionen. Was ist denn eigentlich eine Division? D-I ist die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision. Aber das sind Teilungen, das sind Dinge, das sind göttliche Gesetze.
Du musst dich zuerst einmal selber teilen. Das heißt, in dem Moment, wo du an dich denkst, machst du dich zu was anderem. Und jetzt sage ich immer wieder, ich denke an mich. Wer denkt sich dieses Ich aus, das an sich denkt? Da muss ja einer da sein, der sich selbst ausdenkt. Lass uns das einmal schnell anhören. Nicht durch seine Ausdehnung. Räumliche Ausdehnung ist eigentlich eine falsche Wahrnehmung der unendlichen Tiefe. Eine Eigenschaft der einen transzendenten Realität. Das, was du als Raum und Zeit wahrnimmst, sind letztendlich Illusionen, aber sie enthalten einen Kern von Wahrheit. Sie sind die zwei essentiellen Eigenschaften Gottes. Was erzeugt das Wort Illusion in dir für eine Vorstellung? Das ist immer wieder so eine Sache. Und das habe ich zigfach, wenn wir in Physik in Nullpunkt Gottes gehen, was ist eine Illusion, ist genau definiert. Wenn du in einem statischen Raster plötzlich Dinge und Gesichter siehst, die jetzt überhaupt nicht vorhanden sind, statisch heißt unbewegt, dann spricht man davon von einer Illusion. Das heißt, wenn ein Physiker vor einem Computerbildschirm sitzt, dann hat er vor sich ein statisches Raster. Und wenn du ein Fußballspiel anschaust, jeder Computermonitor, jeder Fernseher ist ein unbewegtes Raster von kleinen Lämpchen, von Triplets, die ihre Helligkeit verändern. Stimmt oder stimmt? Wenn du plötzlich Fußballer hin und her rennen siehst, obwohl sich von den Lämpchen oder jetzt dieses Grad, da hat sich kein allereinziges Lämpchen auf dem Monitor oder in dem Display von A nach B bewegt. Es leuchtet, wenn ich sage, da leuchtet nicht an einer anderen Stelle, in einer anderen Position ein Lämpchen. Und wenn ich das in kleinen, gewandelten Schritten mache, dann hast du den Eindruck, dass sich da was bewegt. Ich mache in Selbstgesprächen immer wieder mit so einem Finger, dann halte ich den Finger hoch als Pixelmännchen und forme den Finger hin und her. Und dann sage ich, das, was du jetzt siehst, ist kein Finger. Muss ich jetzt nicht unbedingt mich auf dem Monitor wieder machen, als Brösel. Das, was du siehst, ist kein Finger und da bewegt sich jetzt auch nichts hin und her. Ich sehe es doch. Du siehst ja auch Fußballer und ein Ball, der hin und her fliegt, wenn du auf dem Fernseher schaust. Aber da ist vor dir, außerhalb von dir, weder ein Fußballer, genau genommen ist nicht einmal der Fernseher da, weil der Fernseher, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, ist eine Illusion, ein Arrangement von den Pixeln deiner symbolischen VR-Brille. Das symbolisieren deine Augen. Und du brauchst da zwei Flächen dazu, darum ist dieses Wort Augen. Die Konsonante Radix AGN heißt Becken. Das heißt, in Ballonecken, in Ecken. Das ist also hier über die Sprache mit den Zahlen werden. Ich will dir nicht erklären, wie die Matrix Gottes funktioniert, aber im Prinzip so genauso wie ein Computer, bloß ein bisschen komplexer mit den Möglichkeiten. Und das muss dich ja nicht interessieren. Mein ganzes Bestreben jetzt ist, dich so weit zu bringen, dass du begreifst, was du bist. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Und jetzt schauen wir mal, wieso du so wichtig bist. Uns in unserem durch den Verstand und die Sinne gesehenen Universum als Raum erscheint, ist das Unmanifeste Selbst nach außen gekehrt. Es ist der Körper Gottes. Und nun das Größte. Das heißt, die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, wird jetzt aus in sich selber, ich sage die 200 Gramm rote Gnede, kehrt sich nach außen, indem ich einen Wellenberg aufschmeiße, den ich natürlich aus mir selbst herausnehmen muss. Wenn du dir jetzt einen Menschen ausdenkst, ich spreche jetzt Mensch ist gleich Körper, den du vor dich hinstellst, oder eine ganze Stadt, zum Beispiel Zürich, wo kommt jetzt Zürich her, das ich mir ausdenke, wenn ich ein träumender Geist bin? Aus mir. Aber der große Witz, dass in mir eigentlich in der Form das gar nicht drin ist, ich sage immer wieder, wenn du jetzt in deiner klassischen Vorstellung bleibst, eine Welle ist ein oberflächliches Phänomen von plus minus. 50 Meter unter der Wasseroberfläche gibt es keine Wellen, da ist bloß Einheit. Und diese Einheit, was wir uns jetzt als einen dreidimensionalen Wasserraum vorstellen, ist letztendlich alles in einem allereinzigen Punkt, das ist der Geist selbst. Und eine ausgedachte Energie ist keine Energie, sondern eine Form von Energie. Da du Energie weder vermehren noch vernichten kannst, ist also Energiegewinnung ein totaler Blödsinn. Oder Energieverbrauch. Also da muss dir doch klar sein, dass die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, diese absolute Energie, nicht irgendeine ausgedachte Energieform ist. Genauso ist der rote Mensch, der Adam, nach Gottes Ebenbild geschaffen, nicht irgendein Trockennasenaffe. Es ist nur eine Darstellungsform, so wenig wie das Wort Nichts, das gedachte Wort Nichts, das Geräusch Nichts, nicht Nichts ist. Das ist das, was ich rot schreibe. Das, was dir in den Hals zudrückt, was dich leiden lässt, ist dein Ego, das ist dein Intellekt.
Es ist immer so. Es ist die einfachsten Sätze, dass ich sage, irgendwann, ich kann das sogar sagen, wenn das sein wird, es wird jetzt sein. Es wird niemals sein, solange du glaubst, du erreichst den Punkt in der Zukunft. Der Jetzt-Punkt ist jetzt. Irgendwann wirst du erkennen, dass wenn dein Ego dir Ärger einredet oder Angst einredet, was dich Geist extrem unwohl fühlen lässt, der Traum wird nur empfunden und erlebt von dem Geist, der träumt. Dass das überhaupt nichts verändert an dem, wovor du Angst hast. Ärger ändert überhaupt nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Mein altes Beispiel, du fährst rückwärts mit dem Auto, passt nicht auf, normal gesprochen, Kratzer. Scheiße. Du fühlst dich unwohl. Ändert das was an dem Kratzer, was passiert ist? Kannst du sparen, ist vollkommen für den Arsch. Ärger ändert nichts. Du wirst dann noch mehr erkennen, dass wenn du geistig schlecht fühlst, dass die einzige Ursache niemals der Reizauslöser ist, sondern die zwanghafte Interpretation deines Egos. Aber um das zu erkennen, musst du zuerst einmal begreifen, dass du nicht dieses Ego bist. Das ist das Programm. Du kannst gar nicht anders, wenn ein Name in dir auftaucht, dass du dann irgendwelche Bilder machst. Und die Schwierigkeit ist jetzt die einseitige Auslegung. Angenommen, ich würde jetzt Chinesisch sprechen. Dann wäre nur ein Udo dort, der Geräusche von sich gibt. Sobald ich Deutsch spreche, wirst du mit deinem Wertesystem entweder begeistert sein, oder du wirst sagen, was ist das für ein Arschloch? Bildet der sich ein? Obwohl du dieselbe Worte hörst, wie irgendein anderer hört, definierst du das komplett anders. Das ist das, was ist. Eine ganz einfache Beschreibung von dem, was ist. Das heißt, du hast eine komplett eigenständige Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und du wirst nicht frei werden, wenn du dich nicht von dieser fehlerhaften, trügerischen Vorstellung, ich sage immer wieder, halt das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von Gott, heißt schlichtweg, und einfach mach dir kein Bild von dir selbst. Und dann geht's weiter, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Jetzt denken wir uns wieder an Einstein aus, der sagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich nicht hinschaue. Er ist doch Jude, ist doch angeblich ein gläubiger Jude. Wie war das nochmal mit den Juden? Ivri? Ivrin? Gesetzesverletzer? Meinst du, dass hier diese Zionisten, die du dir jetzt ausdenkst, wohlgemerkt, wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nichts und niemanden, den wir uns ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Ganz wichtig, das, was soll mir das sagen? Warum muss ich den Scheiß jetzt träumen? Warum denke ich das jetzt? Ich habe schon gesagt, hier den Nazi festzumachen, das macht deine Logik, wenn du dieses Programm hast. Ich rede jetzt ganz gezielt zu dem Programm, dass dir das bewusst wird. Dasselbe in Grün wird ja noch viel schlimmer mit Antisemiten. Das sind so Schlagwörter. Antisemiten, das habe ich auch alles wirklich bis ins Detail erklärt. In Kurzform, was sind Semiten? Wenn wir jetzt reinschauen, ich erspare mir das, Semiten ist ein Sprachstamm. Zu diesen Semiten gehören zum Beispiel die Perser, sprich der Iran, die Palästinenser, die Ägypter und so weiter und so weiter und so weiter. Du wirst plötzlich feststellen, Antisemiten heißt irgendwer, der gegen Semiten ist. Ich sagte, die Deutschen sind gar nicht gegen Semiten. Zu sagen, das Antisemitische, man darf doch nicht vergessen. Die größten Antisemiten, die in deiner jetzt ausgedachten Welt, wohlgemerkt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, den du von mir hast, die größten Antisemiten überhaupt sind die Israelis. Die sind nämlich mit allen Semiten verstritten. Die bekämpfen und wollen alle anderen Semiten, ob das die Palästinenser sind, ob das der Iran ist, bekriegen, nicht Deutschland. Deutschland ist überhaupt nicht antisemitisch, das sind Arschgriecher. Du hast da von mir nie eine einseitige Lösung, dass du dich entscheidest, ob jetzt Amerika oder Russland die Guten oder die Bösen sind. Das ist wie wenn ich Gut und Böse als Kreis und Dreieck benutze und du fragst mich, ist jetzt der Kegel ein Kreis oder ist es ein Dreieck? Diese weltlichen Fragen stellen sich auf der höheren Ebene nicht, weil alles, was sich widerspricht, so was vollkommen Neues wird. Sonnenschein und Regen wird zum Wetter. Das ist die höhere Ebene. Ich könnte jetzt sagen, der ausgeschlossene Dritte. Diese schöne Aussage, sag einmal zu einem normalen Menschen wieder, du hast noch niemals Wetter gesehen. Dann schau dich mit großen Augen an. Das ist eine hundertprozentige Tatsache. Alles, was ich dir erzähle, ist hundertprozentig sicher sogar von jedem Kind überprüfbar. Zeig mir Wetter. Du hast noch niemals dein Wohnzimmer gesehen, jetzt normal ausgedachterweise, oder deine Küche. Zeig mir deine Küche. Fahr mal zu dir heim und sagst du, komm mit, ich zeig dir meine Küche.
Und dann sagt, zeig sie mir. Und egal, auf was du jetzt deutest, was du mir zeigen kannst, als bildliche Vorstellung, sag ich, nee, das ist ein Herd, nee, das ist ein Waschbecken, das ist ein Fenster, das ist ein Schrank. Du wolltest mir doch deine Küche zeigen. Oder erweitern wir das, dass ich sage, zeig mir deine Wohnung. Das, was ich sehe, was du mir zeigen kannst, sind Bilder. Und diese Bilder sind Facetten aus einer größeren Kollektion, die du Küche oder Wohnung nennst. Angenommen, du wohnst jetzt, was weiß ich, in Bayreuth. Da muss dir klar sein, du hast noch niemals in deinem Leben Bayreuth gesehen, weil jedes Bild, das du mir zeigst, ist nicht Bayreuth, sondern eine Facette aus Bayreuth. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du mir Wetter zeigst, dann kannst du mir Sonnenschein zeigen, du kannst mir Regen, Schnee, Graubel, tausende von Bildern zeigen. Das sind gewisse Facetten von Wetter. Das Wetter als Ganzes kannst du mir nicht zeigen. So, jetzt denk einmal an dich selbst. Den Körper, den du jetzt denkst, das bist doch nicht du. Das ist eine winzige Facette. Du kannst dich auch als Zeugling denken, du kannst dich jetzt immer noch bezogen auf eine einzige Figur vom Säugling bis zum Greis, wo du sagst, das bin ich. Aber dass du dir die ganzen anderen Figuren, wo du sagst, das bin ich nicht, genauso ausdenkst. So, jetzt denk dir mal bitte dich als Säugling und jetzt denkst du dir den Udo als Säugling und irgendeinen besten Freund oder deine Eltern als Säugling. Es ist doch sowas uninteressant, was auftaucht. Viel wichtig ist, wer denkt sich das aus? Wer ändert ständig seine eigene Information um? Zwanghaft als träumender Geist. Wir reden hier keinen esoterischen oder religiösen Kack, der Vorstellungen erzeugt, der dich so wirre macht, der übrigens immer absolut wichtig ist als Symbol. Immer dran denken. Ich sag, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was einer behauptet, nicht stimmt. Das führt uns zur Welt der alternativen Fakten. Diese alternativen Fakten sind ganz einfach, wenn ich den größeren Chat-Ordner erkannt habe. Das beginnt schon bei dem Tassenbeispiel, weil da zufällig eine Tasse steht. Ich behaupte, diese Tasse ist recht, hat den Henkel rechts. Gibt es da nicht ein alternatives Faktum, dass du plötzlich sagst, nein, der Henkel ist links? Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Ich weiß nicht, wie viele tausende Mal ich in Vorträgen das erwähnt habe. Das kommt ganz einfach von dem lateinischen Wort fagere. Kann man, da müsste es eigentlich auch drin sein. Scheiße, ich habe es lateinisch geschrieben, da müssen wir es deutsch schreiben. So. Tatsache, ein Tat, eine Tat. Die Tat eines Gesetzes. Immer dran denken, Sache heißt auch Gesetz. Germanisches Gesetz. Das ist übrigens das Ger, Ger. Da haben wir viele Möglichkeiten, Ger heißt, der Geist erwacht durch Mahn, Mensch durch Denken. Der Geist, Ger, Mahn und das erzeugt Ischen im Schlaf. Schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Wir machen zuerst einmal hier Ger als Konsonante Radix. Das ist ja hier der Reisende. Fremder, das ist einer, der in der Fremde übernachtet. Das bist du, du schläfst jetzt. Und jetzt ist es, dass dieser G, dieser Geist, rot geschrieben, erwacht. Das ist ja R, das spricht sich R, G, R. Wir können mal den Ger so schreiben. Anschreiben, bedrohen, schelten, verwahren. Da die Einheit der Geist und dessen augenblickliche Rationalität. Okay, das heißt geistig wach und aufgeweckt. Das ist GR. Jetzt kommt Man. Das ist, das hast du mal im Sanskrit, im Indogermanischen. Man, Mens, Ment heißt Denken. Die Radix MN, die findest du übrigens in der Dora. Das ist das Manna, das sogenannte Himmelsbrot. Das ist der Himmel im Adam. Berot heißt nämlich im Adam. Das erzeugt eine Abtrennung, das heißt ein Aufblühen. Eins aus eins wird zwei. Dieses Wort heißt nicht nur Vater, sondern auch Aufblühen hebraisiert und jetzt trennt sich der Wellenberg vom Wellendal. Jetzt kriegst du nur eine Seite. Wie war das nochmal? Ich nehme eine ausgedachte Egge und ich SDR-Egge, ich strecke diese Egge und dann kriege ich einen SD-Eggen. Jetzt nehme ich diesen SD-Eggen und denke mir an diesen Stecken eine Seite. Ob man die jetzt mit A oder I schreibt, spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt nehme ich diese Seite, die an dem Stecken ist, in der Mitte und mache aus dieser einen Seite eine Ecke und dann wird der SD-Ecken, der Stecken, zu einem Bogen. Mein Fragebogen. Frau heißt wild. Das ist ein doppelt aufgespanntes Kind. Ich will jetzt nicht jedes Mal hin und her springen. Okay?
Und das ist jetzt natürlich interessant, das Mann ist das Himmelsbrot. Und das ist die Geschichte für Nicht-Bibelkundigen. Die wollen aus Ägypten nicht raus. Dieses Mitzrayim ist letztendlich die Welt, in der du dich jetzt befindest. Das ist deine Traumwelt, wo man bloß für Geld arbeitet. Ein Sklave ist. Du bist ein Sklave, Neo. Du kleine Zehen, du bist ein Sklave. Das ist die Matrix. Glaub ja nicht, dass irgendwelche Wachowski-Brüder 1999, ne Heiner, könnt ihr euch noch erinnern? Almena, 1999, von dem Film habe ich gesprochen, da war er noch gar nicht im Kino. 1999. Regisseure, die sogenannten Wachowski-Brüder, die übrigens das zwei Männer waren und jetzt haben sie sich umbauen lassen als Frauen. Eine tiefe Symbolik. Produzent der Matrix, habe ich dir erklärt, ist der sogenannte Joel Silver. Übrigens, das ist ein Jude, der schreibt sich eigentlich auf Jüdisch Kesov, das heißt wie eine Schwelle, Schinwelle. Der hat noch etliche andere Filme, der hat es produziert. Das ist wie eine Schwelle. Kafsov. Das ist eine logische Welle, die du aufbaust. Und die Matrix, dieses große Spiel, willst du die rote oder die blaue Pille? Das ist immer, willst du Geist sein oder eine Figur in deinem Traum? Du bist keins von beiden, ein ausgedachter Geist, ein ausgedachter träumender Geist. Das wäre jetzt der symbolische rote. Und die Traumwelt und die Figur, die er sich jetzt ausdenkt, die im Traum selber ist, das wäre die blaue Pille. Aber rot gibt's nicht ohne blau. Es gibt keine Gedankenwelt ohne den, der immer ist. Das ist der rote. Du bist eins drüber. Du bist der, der sich's ausdenkt. So, jetzt denk an dich selber und denk an den Udo. Ist nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, genauso ein Gedanke in deinem Kopf, wie wenn du an dich selber denkst? Das Problem ist, wenn du an dich selber denkst, denkst du an den Moment, an den Körper, nicht an den Menschen. An dich als Menschen denken müsstest du dir etliche verschiedene Körper mit verschiedenen Kleidungen, also Bildervorstellungen, einmal nackt, einmal in einem Anzug oder in einem Kleid oder in einer Jeans, als Säugling, als Schulkind, das bist ja angeblich alles du. Das sind ganz bestimmte Gedanken, die immer nur existieren, wenn du sie denkst. Da müssen wir das nicht eingleiten hier in in die ganzen schwitzigen Sprachen. Es ist so unendlich einfach, du musst es nur akzeptieren. Und jetzt fängst du endlich an, was zu akzeptieren, was du wirklich nachvollziehen kannst. Du kannst in einem gewissen Maß sogar nachvollziehen, wenn ich sage, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht. Und da mache ich ja dann immer den Trick, um etwas zu überprüfen, musst du zumindest dran denken, okay? Das sind immer so Standardsätze. Das heißt, du kannst gar nicht überprüfen, etwas beobachten, wie es sich auflöst, das gelingt dir genauso wenig, wie dass du beobachten kannst, wenn du jetzt normal gesprochen abends als Brösel, als Trockennasenaffe dich ins Bett legst. Versuche mal zu beobachten, wie das ist, genau der Moment, wenn du einschläfst. Das ist eine totale Blackbox, hast du keine Chance. Was extrem sofort ist, ist das Aufwachen. Auch das ist hinreichend, bis ins Detail erklärt. Du kannst nur Folgendes machen, in dem, wo was auftaucht, so, und jetzt sage ich, jetzt denkst du an deine Nase. Fass deine Nasenspitze an, mach das. Mach das, lang hin, dass du sie spürst. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Jetzt passiert was sehr Eigenartiges. Ich könnte jetzt sagen, wo war die letzten 5 Minuten? Jetzt denkst du an 5 Minuten. Wie sieht es aus, wenn du an 5 Minuten denkst? Was für ein Bild ist dann da? Die letzten 5 Minuten, was ist das für eine Vorstellung als Ding an sich? Ich würde jetzt sagen, das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt, ich sage immer, so ein Zeitfenster aufmachst, wie eine Linie, die du 5 Minuten nennst, und jetzt fragst du dich, während du diese 5 Minuten sehr abstrakt dir vorstellst, im Jetzt, als 5 Minuten, wie ich immer sage, ich kann auch sagen, die letzten 10 Jahre. Und jetzt fragst du dich, habe ich in diesen 5 Minuten existiert? Und während du jetzt an 5 Minuten denkst, denkst du praktisch an dich, wo du natürlich im selben Moment gleichzeitig da bist. Und dadurch erzeugst du das Gefühl, dass das die ganze Zeit die Nase da war, obwohl die eindeutig nicht da war. Ich sage, im Moment, wo was auftaucht, kannst du dir, wenn du ganz wach bist als Geist, dir bewusst machen, dass das, bevor es in dir aufgetaucht ist, nicht existiert hat für dich. Es löst alles auf. Jetzt könnte ich wieder den Sprung machen, die Johannes-Offenbarung, Himmel und Erde werden vergehen. Stille stehen wird die Zeit, sagt das Lamm, der Menschensohn. Der erste Himmel und die erste Erde, die du bisher ausgedacht hast, das habe ich jetzt hinzugefügt, werden vergehen. Das Meer wird nicht mehr sein und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Jetzt habe ich ein paar Mal schon erklärt, wenn du wieder genau bist, das ist ja doppelt gemoppelt. Wenn der ja sagt in der Johannes-Offenbarung,
Das heißt eigentlich Apokalypse, Enthüllung. Wissen wir Entwissen? Das heißt, die Hülle wird aufgelöst. Die Hülle ist das, was dich einhüllt. Himmel und Erde werden vergehen. Das ist schlichtweg und einfach. An was denkst du bei der Erde? An der Kugel, an der Scheibe? Hängt davon ab, was man dir erzählt hat. Stimmt oder stimmt? Es gibt da welche, die glauben an eine Hohlkugel. Andere sagen, das ist nur eine Traumwelt, eine Matrix. Für dich wird es das sein, was du glaubst, und alle anderen sind sowieso Idioten. Für Windows ist nur Windows logisch. Alle anderen Betriebssysteme sind für dich vollkommen unlogisch. Das ist das Problem der Glauben, egal um welchen Glauben das es geht. Weil das ganz beschränkte, einseitig arbeitende, logische Systeme, Denksysteme sind, und jedes Denksystem, sprich jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, ist unvollkommen. Hängel ist rechts, Hängel ist links. Jetzt ist es, wenn ich sage, die Erde vergeht, egal ob ich mir jetzt eine Erdkugel oder eine Scheibe ausdenke, da ist ja das Meer drauf, das wir uns denken. Auf der Scheibe genauso wie auf der Kugel. Und jetzt sagt er ja zusätzlich in der Johannes-Offenbarung, und das Meer wird nicht mehr sein. Das bezieht sich nicht auf das Meer, dieses Wasser, sondern auf El Hayom. Das heißt, Gott wird nicht mehr sein, was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt, sondern du hast jetzt begriffen, dass jegliche Frage, ob Gott existiert oder nicht existiert, ein vollkommener Blödsinn ist, wenn du nur weißt, was das Wort existieren bedeutet. Die Mächtigkeit, alles zu sein, erfordert, dass du nichts bist. Darum sage ich ganz definitiv, die Kleinsten werden die Größten sein. Das heißt, das Kleinste, was du denken kannst, denk mal, jetzt ist so unvorstellbar klein, dass es eigentlich gar nicht mehr existiert. Jetzt hast du den Geist, der dann letztendlich das ist, was sich alles ausdenkt. Die Kleinsten werden die Größten sein. Die werden nämlich alles sein. Sätze für klein nichts und für das Größte alles. Das ist ein Bereich, und man kann durchaus etwas denken, was nicht gedacht werden kann. Was jetzt für einen einseitigen Menschen, der sagt, wenn sich was widerspricht, kann ja bloß eins davon richtig sein. Und jetzt könnte ich wieder zu dir sagen, du stellst dir jetzt vor, ich mache das jetzt einmal so, das habe ich in Almena schon gezeigt vor 20 Jahren, du siehst jetzt einen Kreis und ich behaupte, das ist ein Dreieck. Jetzt musst du dir bloß vorstellen, wenn ich es so drehe, dass das spitz zuläuft. Das heißt, dass den Kreis, den du jetzt siehst, eigentlich genau genommen nach hinten von der Seite ein Dreieck ist. Und wenn ich jetzt sage, up, schau, das ist, ich verhalte mich schon wieder wie ein Affe. Kaffee. So funktioniert's. Das ist eine Affinität, heißt eine Spiegelung. Die affine Spiegelung. Das ist das große Problem. Die erste affine Spiegelung ist, dass wenn du an dich denkst, denkst du an etwas. Das ist wie vorm Spiegel und hinterm Spiegel. So, und jetzt machen wir ein Päuschen oder Schluss. Wie lange haben wir noch für das heute? Das machen wir jetzt doch mal eine Pause, weil jetzt habe ich schon was gemacht, was ich eigentlich nicht wollte, und die einzige Ursache, ich habe jetzt wieder Zeug erzählt, was ich mindestens schon, ich weiß nicht, 1000 Mal erzählt habe. Und ihr glaubt nicht, ich wollte heute wirklich was anderes. Ich werde es morgen, es ist aber für viele immer wieder, ich merk's, wenn ich jetzt meine Figur in meinem Traum anschaue, das ist jetzt immer, welches ich rede ich eigentlich. Dass ich merke, wenn ihr fasziniert oder sprachlos seid, habt ihr das noch nicht verstanden. Oh, jetzt habe ich noch die Filme, die sagen, jetzt erzählt ihr das schon wieder. Die haben es gleich zweimal nicht verstanden. Solange das noch fasziniert, ist gut. Aber ich wollte eigentlich hier ganz, ganz gezielt mal in die Sprache reingehen. Und da kommt jetzt ein Satz, um das abzuschließen. Das sieht also so aus. Das sieht also so aus, dass ich jetzt als Brösel Udo in deinem Traum immer wieder sage, wenn ich ein allereinziges Wort anschaue, beruhigt euch. Das ist, muss man nicht verstehen, wenn du das Lachen jetzt hörst, da amüsieren sich welche. Wenn ich ein allereinziges Wort anschaue, ich habe überhaupt kein Problem, aus einem einzelnen Wort ein 500-Seiten-Buch zu machen. Und das ist noch vorsichtig geschätzt. Und da will ich einen Ansatz machen, und wichtig, ich kann das nur, weil du mich so denkst. Ich meine das wirklich absolut ernst. Nochmal, alle, die reden, die wissen nicht, und die, die wissen, die reden nicht. Das heißt, du bist als aufmerksamer Zuhörer wesentlich schweigsamer wie der Brösel, den du dir ausdenkst. Aber du bist ein Zwischenglied, weil das, was du dir jetzt ausdenkst, hast du gar keinen Einfluss nicht drauf. Weil wenn du einen Einfluss darauf hättest, dann wärst du nämlich ich, und dann wüsstest du, was das alles bedeutet, was der Udo dir erzählt. Und um das abzuschließen, auch eine Wiederholung von mir.
Ich bin jetzt nicht als unscheinbarer Brüssel-Udo in dir aufgetaucht, der auch vollkommen unwichtig ist. Den musst du nicht anbieten, den musst du nicht nachlaufen, da gibt's auch keine Sekte, keine Gruppe. Ich weiß es sehr wohl, irgendwelche Anhänger, das ist nicht Anhänger, das ist Kleinigkeit, das sind Freunde, nehmen wir es einfach so, wir sehen uns und dann seid ihr wieder weg. Man muss das ganz alleine machen. Ich bin nicht in dir aufgetaucht, jetzt als vielleicht nur als Lautsprecher, Computerstimme, um dir zu erklären, wie unendlich genial, ich benutze fast das Wort göttlich, dieser Udo ist, den du dir ausdenkst, UP halt. Mach dir Gedanken, wie genial musst du selbst sein, dass du jetzt in der Lage bist, dir einen solchen Udo auszudenken. Das war das Wort zum Sonntag. Bis gleich. Danke.